Richtig geil. Wow! Yes, baby! Wow! Wow! Gänsehaut für. Vor euch zwei möchte man nachts sich begegnen. Erstmal war das so viel Energie, ich muss kurz was kaputt machen. Ja, kaputt machen, ja. Ja! Und danke für die Performance. Großartig, Marc, du machst das auch. Du bist auch ein guter Performer. Das gehört auch dazu, hier eine Show zu bieten. Und deine Stimme passt auch einwandfrei zu dem Song. Aber ich wäre ein Tick mehr für Stefanie, ehrlich gesagt. Weil sobald es nach oben geht, ist deine Stimme unfassbar. Und da bin ich ein großer Fan von. Deswegen würde ich mich für dich entscheiden. Ich bin in den Blinds ein Fan von Stefanie gewesen. Und ich bin immer noch ein Riesenfan, weil du einfach eine grandiose Stimme hast. Marc auch, aber I'm a fan of Stefanie. Ich bin von euch beiden Fan. Ich finde es sehr schwer, mich zu entscheiden, aber ich glaube, ich wäre auch für Stefanie. Okay. Du kannst froh sein, auf diesem Stuhl zu sitzen. Ach so. Also, die anderen Coaches sind so ein bisschen bei dir, Stefanie, aber das heißt ja gar nichts, lieber Marc, ne? Ja, das ist für mich, ich habe einen großen Respekt auch für Stefanie. Ich bin glücklich, dass sie ist meine Partner. I met a new friend, also a good friend like Steffi. Und das, was du gerade gesagt hast, Marc, das zeigt auch irgendwie, was für ein Mensch du bist. Du bist dermaßen bescheiden und rücksichtsvoll und
auch unsicher, ne? Du stolzierst hier über die Bühne, als wärst du der größte Rockstar, der hier unterwegs ist. Aber sozusagen bei jeder Probe hat man auch gespürt, dass du unsicher bist, dass du fragst irgendwie, wie soll ich das machen? Kann ich das nicht? Die Antwort heute hast du dir selber gegeben. Du kannst das, Mann. Und das war richtig, richtig gut. Vielen, vielen, vielen Dank. Stefanie, also ich weiß gar nicht, wie man dich beschreiben soll. Also du bist ja 10 Sängerinnen in einer Person. Du hast ja wahnsinnig viele Stimmen und beherrschst wirklich alle sehr, sehr gut und bist ein unglaublicher Sonnenschein. Also Mann, ihr seid wirklich ein Battle-Team, das mir extrem ans Herz gewachsen ist. Und es ist wirklich brutal, hier eine Entscheidung zu treffen. Ich halte es nicht aus. Marc, du hast jetzt die Hosen an. Wen nimmst du mit in die Sing-Offs? Also, ich gehe in die nächste Runde mit dem Potenzial, mit dem Talent, das noch so, so viel mehr hier zeigen kann. Ich gehe mit Stefanie. Herzlichen Glückwunsch, liebe Stefanie! You did it. You made it, eh? That's really good. Oh. You gonna take him? Merci. Du? Guck links. Oh. Stefanie, dich sehen wir in den Sing-Offs. Das ist dein Applaus. Lass mich feiern. Es war echt heftig. Also, so angespannt war ich, glaube ich, mein Leben noch nicht. So, du weißt, du hattest eine zweite Chance dieses Jahr. Du bist nochmal wiedergekommen, stehst jetzt hier im Battle und du bekommst jetzt noch eine zweite Chance. Vielleicht. Jetzt geht's um die Wurst. Ich kann mir vorstellen, dass da mehr drücken. Oh, ich auch. Schickt ihr Marc in den Steel Room? Ja oder nein, ihr habt die Möglichkeit, ab jetzt. Do it. No. Sorry, Bob. Leider, leider, leider nein, Marc. Boah, Leute. Lieber Marc. Yeah.